Ich begrüße euch zurück bei Metro Exodus. Wir waren letztens so weit gekommen. Moment, jetzt muss ich erstmal da rein ins Spiel. Wir haben den Zug gesehen. Wir haben die Leute getroffen. Wir wurden erschossen. Und irren jetzt ohne Waffen hier irgendwo in einem Graben. Da oben ist der Zug. Schaut mal an. Wir müssen jetzt erstmal wieder unsere Frau wiederfinden, weil die haben sie ja mitgenommen. Ich sehe schon, da oben müssen wir rein. Also wir haben praktisch beim letzten Mal die Erkenntnis gewonnen, dass wir hier nicht alleine sind. Der Artyom, der war ja immer auf der Suche nach weiteren Menschen, Überlebenden etc. Und es war ja jeder der Überzeugung, dass keiner mehr da ist. Und jetzt haben sie eben den Zug gedeckt, haben rausgefunden durch die zwei Leute, die ja leider gestorben sind, dass hier sehr wohl noch weitere Überlebende sind. Und das auch weit ins Land hinein. Oh, da liegt schon wieder so ein Haustier. So, hier können wir was mitnehmen. Wir haben keine Waffe, das beunruhigt mich etwas. Aber gut. Können wir hier was mitnehmen? Nein. Die verdammten Telepathen sind durchgebrochen. Gut, hier kann man nicht lang. Dann versuchen wir es mal in diese Richtung. Die Drehscheibe wird aktiviert. Jetzt hör zu. Wenn du hier rauskommst, werden wir so eine Scheiße nicht noch einmal dulden. Okay? Tiere. Wie können sie nur? Was kann ich nur tun? Da. Ein Mutant? Ein Telepath? Ein Mensch? Noch schlimmer. Oh, mein Gott. Wegen dir hat sie so geschrien. Lebendig. Du bist wegen ihr gekommen. Na ja, klar. Also gut. Ich werde dir helfen. Finde ich hier jetzt mal eine Waffe? Ich bräuchte sowas. Irgendwie. Eine Waffe. Ich habe das Mädchen zum Verhör durch den Kommandeur in die Basis gebracht. Ich kann dich nicht zum Haupteingang bringen, da sind zu viele Wachen. Aber vielleicht klappt es von der Rückseite. Auf geht's, aber nicht zu hastig. Wenn die dich bemerken, sind wir beide erledigt. Oh ja, Hauptsache du brüllst hier nicht so, ne? Du bleibst besser im Schatten. Ja, ich bleib im Schatten. Ich krieche mal darüber und ja, die Idee hatte ich auch gerade. Schön, dass du mir meine Ideen klaust. So, machen wir hier mal alles aus. Strom sparen. Ökologisch denken. So, und jetzt sehen sie uns nicht, wenn wir hier direkt... Ach nee, wir sollen ja noch gar nicht. Ja, Entschuldigung. Ja, vernünftig. Ja, nun. Ja. Ja, Hauptsache du bist leise. Das ist... Normalerweise würde man mich sehen. Der guckt mich ja schon fast an. Aber wenn man hier im Dunkeln bleibt, dann ist man relativ geschützt. Unsichtbar, sozusagen. So. Okay, wir bleiben mal geduckt. Müssen wir uns hier ein bisschen klein machen. Ich glaube, hier müssen wir kriechen. Ja.
Ja, machen wir. Kein Problem. Kein Problem. Machen wir alles. Schleich dich an deinen Feind heran, um ihn lautlos auszuschalten. Au! Au! Und gute Nacht. Licht aus. Auf geht's. Ach so, ich soll da durch. Okay. Ja, was denn? Warte. Ja. Worauf? Das ist doch... Er schaut hierher und wir müssen zu dieser Tür. Wer? Hä? Wer? Wo? Versuch ihn abzulenken. Da liegt... Ach, da oben. Wirf ihn. Ah, jetzt ist er. Und jetzt werf. Gut gemacht. Da oben, der, siehst du, ich wäre voll reingerannt. Dankeschön, alter Mann. Wo muss ich denn hin jetzt nochmal? Geh durch, na los. Okay, dankeschön. Das ist schon das Coole an diesem Spiel, dieses Story. So, das ist jetzt schon wieder Story, diese wie das ineinander läuft. Ich finde das so spannend. Wer ist das? Pamela Anderson? So, da ist sie. Gibt's erstmal einen Frosch. Aber natürlich. Bist du verletzt? Nein, nein. Das Abzeichen. Es hat die Kugel abgefangen. Das du Miststeb. Keine Bewegung. Störsender kaputt. Hast du das gehört, Atjom? Du hattest die ganze Zeit recht. Verstehst du? Da draußen ist nicht nur Russland. Da ist die ganze Welt. Oh mein Gott. Warum? Warum habt ihr Moskau vor der Welt versteckt? Und umgekehrt. Weil der Krieg noch nicht zu Ende ist. Und ihr verhaltet euch wie verdammte Kinder. Alarm! Der Feind hat... Die Wachen werden bald hier sein. Ich... Nicht schießen! Ich gehöre zu ihm. Artyom? Zu euch! Ihr müsst abhauen. Gehört das dir? Ja, gib mal her. Na toll, wenigstens etwas. Bevor sie sich erholen. Viel ist das ja nicht. Schwachen. Ah, ich verstehe. Du musst dich über den Hof schleichen und dann durch die Tür, aus der die Wachen kommen. Da hinten, okay. Hierher, schnell! Auf geht's! Unbefugte sind auf. Wer bist du? Andrei Ivanovich Jermak, der Zugführer. Lauft jetzt! Lauft zu diesem Hangar und zum Befehl bringe ich euch hier raus! Die kennen mich, also kann Warum ich ohne Probleme uns, Andrei Ivanovich? Ich hatte eine... Ja, werde ich wohl später erzählen, hoffe ich. Sei vorsichtig. Atjom, ich sehe den Feind. Hilf mir ein wenig. Bei dem Schneegestöber sehe ich nicht viel. Vergiss deine Sichtbarkeitsanzeige nicht, Atjom. Okay. Die ist aber aus, ne? Ja, die ist aus. Okay. Da kommt wer. Zwei sogar. Ich gebe dir
Haben sie uns jetzt bemerkt? Nein. Wo sind sie denn? Ups. Guck. Ah, jetzt geht er. Okay. Die Waffe nehmen wir uns. Die Munition nehmen wir uns. Okay. Jetzt müssen wir nur... Ah ja, genau. Hier noch die Lichter ausschalten. Wir müssen da drüben durch diese Tür... Rechts von uns. Wo ist der? Da stand einer. Da ist er. Also wenn wir schießen, haben wir schlechte Karten. Darüber kommen wir nicht. Wir müssen hier runter. Wo ist der? Nee, ha. Oh, Filterwechsel. Okay, dann gehen wir hier mal runter und versuchen, den mal so auszuschalten. Kriegen wir das hin? Ja. Au! Das war irgendwie ganz schön brutal. Achtung, die Kommandozentrale wird vom Feind angegriffen. Die Angreifer sind vermutlich noch auf dem Territorium der Basis. Artyom, ich wechsle die Stellung. Unbefugte sind auf der Stelle zu erschießen. Gut gemacht, du bist fast am Hangar. Zivilpersonal hat bis auf weiteres an Ort und Stelle zu bleiben. So, ab durch die Tür! Achtung, das Türsystem wird wieder hochgefahren. Gute Arbeit, Artyom. Okay. Ich glaube, das war knapp. Okay. Okay, da bin ich beim letzten Mal eine ganze Weile dran gesessen. Weil ich absolut in die falsche... Ups, Entschuldigung, bin ich da? In die falsche Richtung gelaufen bin. Gruppe 8, Lagebericht. Gruppe D, Patrouille im Hangar fortsetzen. Au! Gruppe A, Hof- und Generatorraum überprüfen. Die Kommunikation wurde dort unterbrochen. Wie viele Wachen haben Sie denn? Ja, einige. Ausgerechnet jetzt mussten diese Mistkerle angreifen. Ich stecke hier mit. Okay. Wir kommen hier rum, noch sind wir unentdeckt. Da hinten ist, glaube ich, die Leiter, wo wir hoch müssen. Ihr könnt mir ja auch mal drunter schreiben, ob ihr Lust habt, dass ich das Ganze... Ich wiederhole, Gruppe D, sofort zur Windturbine. Hier komme ich nicht weiter, ich muss da hoch. Ob ihr Lust habt, dass wir das mal im Livestream machen. So, jetzt muss ich erstmal gucken. Nee, ich glaube, da können wir hoch. Ja. Komm, dreh dich mal um. Sehr schön. Hallo. Ich bin froh, euch hier zu sehen.
Ah, das ging ja jetzt relativ einfach. Alles klar bei dir? Alles gut, danke. In Ordnung, wir haben nicht viel Zeit. Die sind bald zurück. Ich gehe zur Lok. Sie müsste jetzt bereit sein. Geh da hoch und schalte den Mechanismus für die Drehscheibe ein. Und sag bitte vorsichtig, sonst ist ganz schnell die ganze Basis wieder zu schwer. Wir lassen immer die Frau vorgehen. Kopfschuss. Wo ist der andere? Wo ist denn noch einer? Ne, keiner mehr. Wenn es hier reingeht, ist keiner mehr da. So, das nehmen wir alles mit. Warte, muss erst einsammeln. So. Wow, 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 wow. Langsam. Ich glaube, das war nicht so gut. Das war heftig. Alles klar? Hey, die Plattform hat einen Handbetrieb. Es ist schwer, sie zu... Aber es fehlt... Ich sehe nichts, aber ich nehme an, die sind da hinten. So, jetzt aber flott, 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 flott. Lass uns das gemeinsam machen. Nur ein bisschen. Ja. Ja, ich will ja nichts sagen, aber der Zug, der fährt, ne? Vielleicht ein bisschen schneller. Wow. Wir haben den Flugführer mit zwei Konflikten festgenommen. Ende. Verstanden, Basis. Ende. Also gut, erschießen Sie die beiden. Und was den Zugführer betrifft... Was soll das heißen? Erschießen Sie die beiden. Widersprechen Sie mir nicht, Soldat. Sie es nicht. Der Oberst wird Ihnen was husten. Herr Oberst, wir haben hier ein Problem. Papa! Leute! Wir sind's! Verhilft uns! Anna, was zum Teufel? Jung!
Leute, was macht ihr hier? Das kommt jetzt wieder. Herr Oberst, das bedeutet Kriegsgericht für Sie alle. Also gut, alle herhören. Seid still. Ich fasse es nicht. Kein bisschen Scheiße. Also ist das wahr? Du arbeitest für sie? Die Mistkerle haben auf uns geschossen, sie... Ach, egal. Ihr habt ja keine Ahnung, was ihr angerichtet habt. Wir haben keine Wahl mehr. Die Hanse kann das nicht tatenlos hinnehmen. Die Beobachter werden das nicht zulassen. Nein, ich bin nicht still. Wofür diese Störsender? Warum wird die Tatsache verschwiegen, dass nicht nur Moskau überlebt hat? Dort in dem Graben, da sind Menschen aus anderen Städten. Tod, alle Mann die Klappe Frauen, halten. Kinder. Das erkläre ich euch später. Alles. Opa. Wie sieht die Strecke aus? Die Strecke ist okay, zumindest bis zur 100-Kilometer-Markierung. Gibt's in der Nähe eine sichere Stelle zum Halten? Natürlich, wir müssen uns allerdings beeilen. Sie haben den Kampfzug gerufen. Also gut, meine Herren. Mhm. Artyom und okay. Anna haben gerade ein großes Chaos angerichtet. Sie können nicht mehr nach Moskau zurück. Das Kriegsrecht dort bedeutet die Todesstrafe. Jedenfalls muss ich sie aus der Stadt bringen, bis der Ärger verraucht ist. Aber ihr solltet alle bleiben. Hören Sie, Herr Major? Meine Leute haben nichts mit diesem Missverständnis am Störsender zu tun. Also ich werde für sie kämpfen. Keine Frage. Natürlich. Artyom, Anna, sie gehören ja, zu uns. Sie warten zurück. Wenn ich hier. Also gut, Spartaner. Werf sie da über Bord. Und Spartaner. Mit Artyom. Lass uns etwas frische Luft schnappen. Ja, frisch ist ja relativ, ne? Ich bin so froh, dass die Jungs uns unterstützt haben. Wie es scheint, hat mein Vater ihnen aber auch nichts darüber gesagt. Wir haben 20 Jahre in der Metro verbracht und geglaubt, die Welt sei im Krieg komplett verbrannt. Aber sie haben Moskau einfach nur mit diesen Störsendern umstellt und wir haben nichts bemerkt. Wie genial von ihnen! Während du an der Oberfläche verstrahlt wurdest, hat mein Vater einfach weitergelogen. Er hat dich belogen und mich. Er hat alle belogen. Ich glaube, wir kriegen gleich Besuch. Solltest mal dein Loch flicken im Helm. Neu. Oh oh. Wir haben ein paar sehr gute Argumente dabei. Verdammt. Wenn sie nicht Folge leisten, werden sie erschossen. Das nenne ich meine Panzerung. Bist du jetzt zufrieden? Ist es das, was du dir erhofft hast? Warum sollte es seine Schuld sein? Du hast alles gewusst und ein Schreck. Scheiße. Das war die letzte Warnung. Halten Sie sofort die Lok an. Oh, Mist. Bist du in Ordnung? Ja. Nur ein Kratzer. Okay, wir warten an, aber ich muss davor warten. Mhm. Unsere Bremsen sind in keinem guten Zustand. Ja, Bremser, sollen Sie glauben, wir würden aufgeben? Jawohl. Ah, endlich etwas Vernunft. Jetzt bis zum Halt weiterbremsen. Dann haben wir sie ja noch kaum ankratzen, also. Wie wäre es mit einem Angriff von Ihnen? Genug Sprengstoff. Es sei denn, wir fecken alles, was wir haben, in Ihren Feuerkasten. Bitte, lassen Sie mich das übernehmen. Herr Oberst! Ich teile hier die Freiwilligen ein. Artyom wird das machen. Ja, wir wieder. Warum Artyom? Kein Problem. Und es wieder hinbiegen muss. Artyom, spring rüber, sobald wir langsamer sind. Ich werde Sie derweil ablenken. Okay. Bin Sie los, Joko? Ja, also lassen Sie den Scheiß, Miller. Sie können nirgends hin. Okay. Hier draußen gewesen. Hier schon. Wir wollten nicht weit weg. Nur ein wenig aus der Stadt heraus, bis die Aufregung nachlässt. Und ihr habt einfach das Feuer eröffnet. Lasst ihr uns gehen, wenn wir anhalten? Ich muss sie behalten und vor Gericht bringen. Okay. Wir haben erstmal das Loch gefleckt. Haben wir hier noch irgendwas gefunden gehabt? Ich? Ein Verräter? Sagen Sie mir, was ja, aber wir sind voll. Okay. Und flüchten zurück zu ihren Auftraggebern. Das Urteil ist also bereits gefällt. Es wird nicht einmal eine Gerichtsverhandlung geben.
Lassen Sie die Scheiße! Was haben Sie da? Karten? Verteidigungspläne? Wollen Sie sich mit Ihrem Leben einen Ruhestand am Meer erkaufen? Sie verdammter Krüppel! Pläne? Hochverrat? Seit Jahren haben wir euch geholfen, ohne Fragen zu stellen. Wir haben unser Blut dafür vergossen. Sie haben Verrat begangen. Sie haben uns vernichtet und Sie... Ich bin mein ganzes Leben Soldat gewesen. Mein Leben habe ich meinem Volk und meinem Land gewidmet. Aber ich will verdammt sein, wenn ich es an Parasiten wie euch vergeude. Ihr kommt näher. Einer 13 in Bereitschaft. Ja, wir müssen uns ein bisschen beeilen. Aber die Bremsen von diesem Ding sind hinüber. Keine Sorge, Herr Oberst. Meine Leute werden Ihnen damit schon helfen. Auf mein Zeichen! Ja, machen Sie sich bereit für die Bremsung! Oh, Filterwechsel. Die sind abgelenkt. Was? Nein! Nicht schießen! Nicht schießen! Ich bin nur ein Reizer! Ich gehöre! Ja, jetzt aber raus! Flott, 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 flott! Kommt, komm, komm, komm. Warte! Dankeschön, Duke. Okay. Jetzt sind wir nicht nur Verräter, sondern auch noch waschechte Saboteure. Okay, spannend, spannend. Auf jeden Fall haben wir jetzt den Zug. Und das ist gut. Grünen Bereich. Als hätten sie sich gegen uns verschworen. Trotzdem beeindruckt mich diese Nachricht nicht besonders. Die anderen sind ganz verwirrt, was sie nun tun sollen, aber ich warte nur auf Antworten. Und hoffe, dass der Kommandant, dem ich bis vor kurzem ausdrücklich vertraut hatte, sehr überzeugende Erklärungen hat. Gut. Wir sind an einem kritischen Punkt angekommen. Und wir alle fragen uns einfach, wie es jetzt weitergehen soll. Ja, das dachte ich mir fast. Aber ihr habt wohl schon kapiert, wie die Dinge stehen. Funktioniert dein Zähler denn? Hast du mal nachgeschaut? Ja, alles im grünen Bereich. Hab's zweimal überprüft. Stepans Zähler zeigt auch grün. Wir brauchen hier keine Masken. Also, haben Sie die Wahrheit gesagt? Wer hat die Wahrheit gesagt? Warum antwortest du nicht? Wer waren diese Leute, die uns umbringen wollten? Warum sollten sie auf dich, den Kommandeur des Ordens, schießen? Erklär uns das wenigstens, das schuldest du uns. Naja, dann kann ich die Bombe auch genauso gut gleich platzen lassen. Der Krieg ist nicht vorbei. Was soll das heißen, er ist nicht vorbei? Lass mich ausreden.
Die meisten Städte wurden zerstört. Der Rest des Landes ist vermutlich unter feindlicher Besatzung. Um Atomangriffe gegen uns zu vermeiden, hat das Kommando die einzige Möglichkeit gewählt. Sich totstellen. Um Funkstille zu gewährleisten, wurde das Schildsystem aufgebaut. Ein Netzwerk aus Störsendern, das Moskau und die Vororte abschirmt. Damit ein paar Hobbyfunker mit ihrem Gewinsel keine weiteren Bomben provozieren. Und einige dieser Störsender wurden von den hier Anwesenden ausgeschaltet. Hättest du das nicht vorher sagen können? Zum Beispiel, bevor Artyom mit dem Funkgerät nach draußen ging und all die Strahlung abbekam? Nein, ich wurde erst vor einem halben Jahr ins Bild gesetzt. Unter der Prämisse, sprichst du, stirbst du. Daher musste ich meinen Leuten sagen, wir hätten eine Wetterstation zu sichern. Herr Oberst, bei allem Respekt, wenn wir nicht zurück können, sollten wir vielleicht nach vorne blicken? Ich habe da eine Idee, aber... Artyom, anstatt mit dieser stummen Missbilligung weiterzumachen, solltest du lieber die Funkfrequenzen überprüfen. Wir müssten jetzt außerhalb des Bereichs der Störgeräte sein. Also probier es mal. Suche nach Funksprüchen von der Arche. Verstehst du jetzt, warum wir in den Augen des Kommandos Verräter sind? Wir haben einen Störsender ausgeschaltet, die Wachen erschossen, einen Patrouillenzug zerstört und sind aus Moskau geflüchtet. Wer braucht schon eine Verhandlung, wenn der Fall so klar ist? Es gibt jetzt kein Zurück mehr. Was bedeutet, dass wir nach vorne... Ich glaube, das ist so nicht... Kommando, wovon redest du denn da? Ach doch. Warte einen Moment, was war das? Für Wiederaufbau von der Basis des Projekts Arche. An alle, die mich hören können... Hört mal alle her. Was du im Sinn hattest? Ja! Das Projekt Arche ist eine ganze Stadt im Untergrund. Riesige Lager, Maschinen, die besten Experten. Es ist das Hauptquartier des Oberbefehlshabers. Alle Führungskräfte des Landes sind dort. Sie haben bereits mit dem Wiederaufbau begonnen. Wir werden ihnen sagen, dass Moskau noch lebt. Es war nicht alles umsonst. Alles wird sich ändern. Alles, verstehst du? Ein neues Leben beginnt. Für alle Überlebenden des Krieges. Wahnsinn, es gibt es da alleinstehende Frauen. Ich finde, der Moment schreit geradezu nach Schenk ein, Damir. Was soll ich einschenken, Herr Oberst? Das Zeug, das in deiner Feldflasche herumschwappt. Meinst du, ich wäre taub, oder was? Ah, das. Ach, für einen Moment dachte ich, meine Ohren täuschen mich. Die Reise zum Ural ist nicht gerade kurz. Daher sollten wir es uns wohl gemütlich machen. Wie wär's? Sollen wir diesem Schrotthaufen einen Namen geben? Wird aber auch Zeit. Lass sie uns Anna nennen und gut ist. Ach, fahr zur Hölle. Noch besser. Ach, komm schon. Wie wäre es mit Aurora? Die römische Göttin der Morgenröte und dieser Kreuzer... Ihr wisst schon was. Schon besser. Nicht schlecht. Gefällt mir. Ein schöner Name. Klingt ganz gut. Aber was für ein Kreuzer. Sag ich dir später. Dann ist das wohl beschlossen. Na dann Prost. Auf die Aurora. Hey, Artyom, lass uns mal einen Blick auf die Karte werfen. In Ordnung. Eine Runde hatten wir. Das sollte reichen. Jermark, voll davor! Jawohl! Voll davor! Was für eine Strecke. Ich frage mich, wie lange das dauert. Ja. Egal, wir fahren dorthin. Eine ganze Ecke. Die Strecke. Okay. Setze deine Reise fort oder erkunde weiterhin den Zug? Wenn du es weißt, Namen nach Männern interessant.
Okay. Naja, gut, viel. Etwa ein Jahr, schätze ich. Anfangs wollten sie mich haben, weil ich Erfahrung darin. Okay, ich glaube, jetzt überspringen wir hier was. Schauen wir mal, wo wir jetzt landen. Auf jeden Fall fliege ich die ganze Zeit wieder auf den Desktop. Habt ihr das Problem auch bei euch im Spiel? Hallo? Na gut, ihr seht das ja nicht. Ihr habt das Bild da. Ich fliege hier, wenn es lädt, die ganze Zeit auf den Desktop raus. Das ist natürlich nicht so schön. Gut, aber ich würde sagen, während das Ganze jetzt lädt, machen wir hier mal ein kleines Päuschen. Ich werde euch auf alle Fälle weiterhin mitnehmen auf dieser Reise. Und wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen hoch da, schreibt was rein. Vielleicht habt ihr Anregungen, habt ihr Spielevorschläge. Wie gesagt, ich habe es beim letzten Mal schon erwähnt, Sims geht jetzt auf jeden Fall auch weiter. Wenn ihr da Lust habt, mal zuzuschauen, Nachmittag streame ich. Könnt ihr dabei sein und dann sehen wir uns das nächste Mal. Ciao!